Nur durch Bekämpfung und Verhöhnung dieses dreifachen Schleiers, der sagt, du wirst es ja sowieso nicht erkennen, was die Bedeutung und den Sinn des Seins und der Existenz und deines Lebens angeht. Indem man sich sagt, doch, ich werde es erkennen und ich werde die Schleier aufheben, kommt man also in jenen Zustand der richtigen Wahrnehmung, der Konsistenz des eigenen Körpers in seiner Weiß-Wiss-Wurst-Pellen-Konsistenz zum Ausgezuzelt werden und nur unter der Bedingung, sich dem Unvermeidlichen nicht zu entziehen, sondern es sogar zu begrüßen. Komm doch und vertilge mich. Gelingt dieser Zustand der Vergegenwärtigung. Der wahrlicheren Conditio des Seins in seiner Tränenhaftigkeit, der Freude und des Elends zugleich. Die Weiblichen sind übrigens von Anfang an darauf programmiert, sich als diese Weißwurstpellen auszuzeln zu lassen. Und sie erleben es immer wieder als Resurrektion nach dem Vertilgtwerden, sodass sie schließlich auf den Gedanken kommen, das ginge ewig so weiter und es gäbe ein ewiges Leben, zumindest was die Unzerstörbarkeit des Keimplasmas angeht. Weshalb sie dann erst recht diese Begegnung mit Eros Thanatos begrüßen, weil sie nicht nur Folgekonsequenzen nach sich zieht in den drei Registern des Symbolischen, des Imaginären und des Realen. Aber das ist ein Thema, dem wir uns eigentlich gestern widmen wollten und vorgestern und vor drei Tagen und hinausgeschoben haben und das uns eigentlich inzwischen wieder obsolet erscheint, da allzu theriotisch. Aber es nützt alles nichts. Einfach weiterarbeiten, man muss das dennoch, wenn auch ennuiert, noch vortragen, da die Vorarbeit ja schon gemacht ist. Aber ein Vortrag ohne große Begeisterung. Denn es verkompliziert die Schleier um einen noch weiteren quaternären Schutzschild.